du willst eine Person oder ein Objekt rotoscopen, aber hast keine Magic Mask, weil du zu arm bist? Dann bist du hier genau richtig. Gehe als allererstes zu Google Chrome und suche nach runwayml.com. Dann müsst ihr euch da anmelden und dann müsstest du die Seite hier sehen. Geh zu deinen Projekten. Erstelle dein erstes Projekt und drücke auf die Greenscreen-Option. Ziehe nun das Ausgangsvideomaterial in das Feld hier hinein. Nun wurde das Video geuploadet und du musst dieses Video in das Feld hier runterziehen. So, wie du hier sehen kannst, musst du auf deine Person klicken, um mit dem Maskieren anzufangen. Ich drücke also Linksklick auf diesen Jungen. Diese Maske ist noch nicht richtig und deswegen erstelle ich noch ein paar mehr Punkte. Wie man sehen kann, ist der Junge nun ausmaskiert, aber wir haben immer noch ein paar Probleme, wie man hier sehen kann. Also das ist falsch, das gehört nicht zum Jungen. Und auch das Mädchen ist maskiert, das ist auch falsch. So, und deswegen klickt ihr jetzt auf diesen Exclude-Button und nun linksklicke ich die falsch markierten Stellen. So, und das sieht jetzt auch schon viel besser aus und deswegen gehe ich mal gleich zum nächsten Frame, indem ich die rechte Pfeiltaste drücke. Dieser sieht eigentlich auch ganz gut aus, deswegen gehe ich gleich mal zum nächsten Frame. Bei dem Frame wurde auch alles richtig maskiert. Und wie ihr sehen könnt, hatte die KI keine Probleme, unsere Person zu maskieren. Sie hatte auch gar keine Probleme mit dem Licht. Aber bei diesem Frame ist ein kleiner Fehler unterlaufen, weil das Haar falsch getrackt wurde. Und deswegen entferne ich diesen Bereich von unserer Maskierung. Und andere Bereiche muss ich wiederum inkludieren. Nun sieht die Maskierung ganz gut aus und wir können weitermachen. Und wenn du mit deinem maskierten Bereich unzufrieden bist, dann musst du noch einmal auf den grünen Knopf drücken. Und nach Ewigkeiten wird die Maskierung fertig sein. So, wenn du fertig bist, dann klick auf diesen Export-Button, dann kannst du einen Namen eingeben und du kannst die Hintergrundfarbe von dem Greenscreen ändern. Und danach musst du nur noch auf den Export-Mask-Button klicken. Nun klick auf dieses kleine Pop-Up-Fenster und hier musst du jetzt warten, bis das Projekt exportiert wurde. So, das Video wurde nun fertig exportiert und jetzt musst du auf diese drei Knöpfe hier drücken und dann auf Download klicken. Importiere nun das Video in DaVinci Resolve, drück auf Don't Change und ziehe dein Greenscreen-Video in die Timeline. Geh in Fusion und drück Shift und Leertaste zur gleichen Zeit. Suche nach Delta Key, linksklicke Delta Key und drück auf Add. Drücke auf das Background Color Feld und ändere die Farbe zu der Greenscreen Farbe. Wenn du fertig bist, drück auf OK. Und wie du sehen kannst, wurde die Person perfekt maskiert. So, ich hoffe, euch hat das Tutorial geholfen. Wenn ja, dann könnt ihr mir ein Like oder auch ein Abo dalassen. Hier kannst du noch weitere Tutorials von mir sehen. Danke für deine Aufmerksamkeit, bleib kreativ und tschüss!